Hallo und herzlich willkommen in der Wunderkesselküche. Ich bin Kai und heute gibt es eine Alternative zu dem allseits beliebten Chili con Carne. Und zwar gibt es veganes Chili. Euch dürfte aufgefallen sein, dass ich jetzt nicht sage veganes Chili con Carne, denn con Carne heißt ja mit Fleisch. Ne? Also veganes Chili. Dazu brauchen wir einiges an Sachen, aber alles in allem ist es ein sehr, sehr einfaches Rezept. Es ist ein One-Pot-Rezept. Das heißt, außer dem Thermomix braucht ihr keine anderen Küchengeräte. Messer vielleicht zum Schnippeln, aber kein Herd oder so. Eine Zwiebel habe ich hier schon mal geviertelt und zwei Zehen Knoblauch. Das Ganze kommt hier in unseren Kessel rein und wird 5 Sekunden auf Stufe 5 zerkleinert. Die Paprika kommt dazu, und zwar sind das zwei Paprika, eine rote, eine grüne. Die habe ich so in kleine Stückchen geschnitten, im Rezept stand Würfel, aber bei mir sind das ja mehr so Rauten. Also müsst ihr entsprechend würfeln. Hier die restlichen Zwiebeln, die sich oben festgesetzt haben, einfach mit dem Spatel nach unten drücken. Dann kommt noch etwas Öl dazu. Nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. Ich nehme jetzt hier normales Pflanzenöl, Rapsöl, und dann auf Stufe 1 2 Minuten 120 Grad andünsten. Ich habe jetzt jede Menge Material hier und der Kessel wird auch echt voll. Wie voll, das kann ich euch sagen, wenn es soweit ist, aber ich glaube, das wird richtig voll. Ich glaube, wenn ihr das mit dem TM31 machen wollt, der ja vom Volumen her ein bisschen weniger hat, solltet ihr vielleicht nur eine kleine Dose Mais holen oder einfach, ein bisschen weniger Tomate und so weiter. Also da müsst ihr ein bisschen gucken, weil das sieht schon echt aus, als würde das sehr, sehr voll werden. Zumal wir Sojagranulat benutzen und das geht ja auch noch ein bisschen auf. Also laut Temperaturanzeige ist das jetzt natürlich nicht auf 120 Grad hochgegangen. Aber es ist schon mal ganz gut angedünstet. So, nochmal nach unten streifen, das, was sich so oben verfangen hat. Und als nächstes kommen 700 Gramm Wasser hinein. Oder 700 Milliliter. Ich weiß auch nie, warum da immer Grammangaben stehen. Ja? Ein Esslöffel Suppengrundstock, den machen wir selber. Ist jetzt mittlerweile, glaube ich, 5. oder 6. Mal, dass wir das machen. Wir verbrauchen das wirklich viel, auch zu Hause, ganz klar. Wenn ihr nicht wisst, wie das geht, ihr solltet euch das anschauen in unserem YouTube-Kanal. Da gibt es also ein Grundrezept für diesen Suppengrundstock. Das ist wirklich was, was man gebrauchen kann. Das Sojagranulat kommt dazu. Das sind 100 Gramm. Das könnt ihr so im Reformhaus kaufen oder auch im gut sortierten Supermarkt. Und dann wird das 7 Minuten 100 Grad Stufe 1 gekocht. Ich war mir jetzt ehrlich gesagt nicht sicher, im Rezept stand jetzt nicht, dass das Sojagranulat vorher ziehen muss. Ich kenne das nur, wenn ich Spaghetti Bolognese mache, vegetarische, dann lasse ich das Sojagranulat vorher nochmal in Gemüsebrühe kurz aufkochen und ziehen. Ich gehe aber jetzt einfach davon aus, dass das ja hier drin zieht. Ich gehe mal davon aus. Ich hoffe es. Wenn nicht, wird es ein knuspriges Chili. So, die 7 Minuten sind um. Wir kommen zum gleich Aufwischen der Tropfmengen hier. Zum nächsten Arbeitsschritt. Ich gucke jetzt mal gerade nach diesem Granulat. Okay, das ist genauso, wie es sein muss. Also, es wird kein knuspriges Chili. Tomaten kommen rein. Und zwar habe ich hier eine Dose gestückelte Tomaten gekauft. Ja, kennt ihr, kann man auch überall kaufen. Dann kommt eine Gewürzmischung hinzu und da könnt ihr auch ein bisschen frei variieren. Ja? Ich habe jetzt genommen einen Teelöffel Paprika edelsüß, einen Teelöffel Paprika rosenscharf. Ich habe ein bisschen Kreuzkümmel reingemacht, ein ganz kleines bisschen. Einen Esslöffel Currypulver, Pfeffer, Salz,
das war es eigentlich im Großen und Ganzen. Ihr könnt natürlich da auch variieren. Ein paar Chiliflocken kann man vielleicht noch reinmachen. Das könnt man gleich mal überlegen. Je nach Schärfegrad müsst ihr dann halt ein bisschen ausprobieren. Sojasauce kommt dazu. Etwa ein Esslöffel. Und das Ganze wird jetzt wieder auf 100 Grad 8 Minuten gekocht. Stufe 1 natürlich. Bin mir jetzt nicht sicher, ob man das auch im Linkslauf machen, man kann es auch im Linkslauf machen, aber es wird eh mehr oder weniger ja zerkleinert. Ist ja auch mehr oder weniger schon zerkleinert. Also 8 Minuten, Stufe 1, 100 Grad. Wir nähern uns mit großen Schritten der finalen Phase unseres veganen Chilis. Wir brauchen noch drei wichtige Zutaten, und zwar 100 Gramm Tomatenmark, die wir jetzt noch hinzufügen. Oh, das riecht aber schon sehr lecker. Dann haben wir hier eine Dose Mais. Wie gesagt, es wird voll. Also da müsst ihr mit der Menge, wenn ihr mit dem TM31 kocht, ein bisschen schauen. Und eine Dose Kidneybohnen. Dieses Mal ist es wichtig, dass wir den Linkslauf aktivieren, damit wir die Bohnen nicht schreddern. Und zwar 5 Minuten auf Linkslauf, nochmal 90 Grad. Also die Bohnen und der Mais werden nur erwärmt und nicht gekocht. Ja, das ist wichtig, sonst zerfallen die. 5 Minuten Linkslauf, Stufe 1 und vielleicht vorher auch mal noch mit dem Spatel ein bisschen umrühren, gerade dass der Mais und die Bohnen dann auch mit nach unten gehen und alles gleichmäßig erwärmt wird. Man kann natürlich für dieses Chili statt des Sojagranulates auch Hackfleisch nehmen. Wenn ihr Hackfleisch nehmen wollt, was ihr gerne tun könnt und schmeckt mit Sicherheit dann auch gut, dann solltet ihr das Hackfleisch natürlich vorher ein bisschen anbraten. Das macht man am besten in der Pfanne. Man kann das natürlich auch im Thermomix andünsten, aber da fehlen dann halt so ein bisschen die Röstaromen. Also vorher 100 Gramm, 200 Gramm, 200 ist vielleicht ein bisschen viel, aber so 150 Gramm Hackfleisch in der Pfanne anbraten und dann geht das natürlich auch. Das macht ihr dann gemeinsam mit den Tomaten und den Gewürzen rein. Und das ist fertig. Auf! Dankeschön. So. Also optisch, oh, ihr könnt doch mal sehen, also der Kessel ist wirklich, ich kann den gar nicht weiter schräg halten, wirklich voll. Optisch sieht es genauso aus, wie ein Chili aussehen muss. Ich werde mir da jetzt mal eine schöne Kelle hier in den Teller einfüllen und dann mal abschmecken. Ich mache das jetzt im Teller, weil wenn es passt, kann ich es gleich essen. Ich hätte es natürlich auch im Kessel abschmecken können, ja, aber das wäre zu einfach gewesen. So, es ist noch, oder was heißt noch, es ist relativ flüssig, ja. Aber, also von der Schärfe her, ist es okay. Also es ist nicht mega scharf, es ist jetzt aber auch nicht läppsch. Es ist, ich denke mal so, dass Kinder das auch durchaus mit essen können, aber wenn ihr da natürlich mehr Schärfe wollt, vielleicht noch ein paar Chiliflocken mit nächstes Mal rein oder bisschen Tabasco oben drauf. Was mir auffällt, ist, dass es wahnsinnig fruchtig schmeckt. Also die Paprika und die Tomaten, das schmeckt wirklich sehr, sehr gut. Und das Sojagranulat ist eine gute Alternative zum Hackfleisch. Also ich finde es sehr, sehr lecker. Vorteil halt wirklich alles in einem Topf. Man war das jetzt 20 Minuten Zubereitungszeit. Ist super schnell gemacht. Kann man mit Sicherheit auch auf Vorrat machen. Und dann am nächsten Tag aufwärmen, ja, macht man einfach zwei Portionen, hat einen großen Topf. Wenn Gäste kommen am nächsten Tag, hat man auf jeden Fall was auf Vorrat. Ich werde jetzt noch ein bisschen essen, weil ich finde es wirklich echt lecker. Dann noch irgendwie schöne Scheibe Weißbrot dazu, bisschen Sahne drauf. Das war dann auch nicht mehr vegan. Nein, Spaß muss gar nicht. Also es muss nicht überall Fleisch dran und das ist wirklich unglaublich lecker. Also ich finde es echt sehr, sehr schön. Vielen Dank an das Forum für dieses wunderbare Rezept.
Da solltet ihr auf jeden Fall mal reinschauen und das ausprobieren. PDF gibt es unten in der Beschreibung. Da findet ihr den Link zur PDF, damit ihr das auch zu Hause nachkochen könnt, an eurem Kühlschrank befestigt, stehend, ja, oder wie auch immer ihr das macht, damit ihr nicht immer euer Tablet in der Küche laufen lassen müsst und mir beim Kochen zuschauen müsst. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einfach einen Daumen nach oben da, liked das Video und dann weiß ich, das, was ich hier tue, das kommt bei euch zu Hause auch an. Am besten ist es natürlich, wenn ihr den Kanal abonniert und auch dieses Glöckchen aktiviert, dann bekommt ihr nämlich automatisch Mitteilungen, wenn wir hier neue Videos hochladen. In der Regel immer dienstags. Ich freue mich drauf, euch beim nächsten Mal wieder zu sehen oder ihr mich oder wie auch immer. Wir schreiben, hören und essen miteinander. Ciao, ciao!